for good morning in Cannes. Ja, Gabi steht schon bereit. Aber ja, jetzt sind wir schon 2 Tage hier und jetzt ist nicht viel passiert. Wir wollten euch die Anreise sparen und gestern haben wir nochmal die Stadt abcheckt. Aber ja, jetzt gibt es erstmal einen kleinen Rückblick und dann nehmen wir euch mit auf unseren Tag heute und auf unsere Reise, wie es heute weitergeht. Und wir starten das am besten mit einem Tassel Kaffee für Alex und ich. Morning! Ja Leute, was geht ab? Es ist 6.50 Uhr in der Früh und der Alex und ich, wir haben jetzt knallhart mal 3 Stunden am Rastplatz in Italien irgendwo pennen, weil wir so müde waren. Wir sind jetzt heute Nacht um kurz nach 12 sind wir losgefahren und es geht, unser Roadtrip geht straight nach Italien runter und ja, wir sind jetzt schon on the road wieder gleich und ob du behindert bist, habe ich gefragt. Jetzt denkst du über deine Frage nochmal nach. Ja, die hat danke, keinen recht sagrisch. Ja, durch einen guten Zufall sind wir jetzt falsch gefahren und jetzt haben wir uns umentschieden, weil das ist ja Roadtrip live. Also wir wollen zuerst nach Lucca und jetzt fahren wir dafür an Côte d'Azur. Ja, unser Ziel ist jetzt mal Cannes. Mal schauen, ob sich das jetzt nochmal verändert heute. Wer kann, der kann. Wer kann, der kann. Dann schauen wir uns mal Côte d'Azur anstatt Toskana. Ich habe schon gesagt, wir sind in Cannes und hier hinten ist gerade die Strandpromenade. Wir haben nämlich viel gemacht, ein bisschen chillt. Der Alex, der macht hier gerade ein bisschen einen auf Paparazzi und die Leute, die ihn noch nicht kennen, keine Ahnung, ist mein bester Kumpel. Und jetzt haben wir es endlich mal geschafft, zusammen in den Urlaub zu gehen. Und ja, sonst ist heute nicht viel passiert, war ein bisschen chaotisch, viel geschlafen im Auto. Und ja, aber die nächsten Tage erwartet euch noch bestimmt was Cooles. Was sagst du noch dazu, Alex? Nee, ist alles gesagt. Ja, ist alles gesagt. Hilfe, Hilfe, Baywatch, schnell an den Strand. Hilfe, Hilfe. Stadt Hamburg. Mal das schöne Wetter ausnutzen, ne? Mit dem Cabriolet. Ist das richtige Vloglife? Müsst ihr auf dem Stein sitzen und Spaß haben? Lieber Alexander, soll ich dir mal sagen, findest du den Fehler hier im ganzen Leben? Wir laufen in einer Straße, wo geschlossene Geschäfte am Start sind. Gefunden. Hier gibt's kein Bier, hier gibt's kein Eis, hier gibt's kein Leben. Oh, der Kaffee ist leer und jetzt geht's nach Monaco.